Ja, natürlich eine unglaublich schöne Geschichte für uns, weil es ja ein wichtiges Spiel für uns war gegen einen direkten Konkurrenten. Und wenn ich jetzt die Statistiken sehe, also ich habe es im Spiel nicht so gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich glaube, dass wir im Prinzip wenig zulassen haben. Also der WRC hat eigentlich in der gesamten Spielzeit keine wirkliche Chance vorgefunden, haben wir sehr gut verteidigt. Und man hat aber heute schon deutlich gesehen, dass uns der Stefan wohl abgegangen ist im Spiel nach vorne. Und auch Murk und andere Spieler, das muss man jetzt einmal ganz klar und deutlich sagen. Und deshalb freut es mich umso mehr, dass die Spieler im Moment, die am Werke sind, das gut machen. Also speziell eben in der Defensivarbeit und nach vorn war es so, dass wir vielleicht die Bälle nicht so gespielt haben, dass wir nicht die nötige Ruhe gehabt haben. Der erste Kontakt war manchmal schlecht, auch mit anderen Dingen hat es nicht so funktioniert. Aber ich glaube, wir wollten das Spiel gewinnen, haben es dann gewonnen und schlussendlich, glaube ich, auch verdient. Auch wenn WRC vielleicht die feinere Klinge gespielt hat, aber in einer Zone, wo es eigentlich nicht wirklich gefährlich war. Sage vielen Dank, darf Fragen bitten. Christian Hackl, es kommt eine Angel, also ein Mikrofon mit Angel. Feinere Klinge, ja, spielerisch waren es eigentlich genauso gut, aber ist ganz einfach diese, woher kommt diese Effizienz ganz einfach? Ich meine, es bei aller Bescheid war wieder kein Zauberfußball, aber irgendwie ist es eine extrem mentale Stärke, nicht? Wenn man so spät die Tore schießt, von wo kommt das? Ist das Zufall? Krieg ist das? Also, ihr macht ganz einfach sehr viele Punkte, ja, das ist halt... Punkt 1 spricht für die physische Arbeit der Mannschaft. Das muss man aber schon sagen, das ist uns ja vor einem Jahr angekreidet worden. Also ich glaube, jetzt hat jeder sehen müssen, dass wir eigentlich das Spiel wirklich erst beenden, wenn der Schlusspfiff ertönt ist. Und auch, dass die Mannschaft wirklich eng zusammengerückt ist. Also mit dieser verletzten Misere, was wir haben, ist es so, dass die Burschen trotz allem noch gegen jeden Gegner glauben und wissen, dass wir schlagen können. Und das ist, glaube ich, die größte Stärke. Und macht mir wirklich auch Freude, mit den Jungs zu arbeiten, weil sie jetzt an diesen Geist haben, von dem er vor langer Zeit gesprochen hat. Dankeschön. Keine weiteren Fragen? Na doch, doch. Bitte, Kollege Tretzmüller-Apper. Die, wie sich so jetzt die Ausgangslage in der Tabelle, jetzt habt ihr doch 6 Punkte auf dem WRC. Man weiß natürlich noch nicht, wie der LASK heute spielt, aber es war schon wahrscheinlich ein sehr großer Schritt, zumindest in Richtung Rang 2, oder? Ja, aber das ist jetzt auch wieder diese alte Geschichte. Also ich denke, ich habe eigentlich immer von Spiel zu Spiel gedacht, das war halt der wichtige Sieg, ohne Zweifel, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Aber andererseits, die Spiele werden weniger und trotzdem gibt es noch Punkte zu holen. Und wir dürfen uns nicht jetzt nach hinten lernen und sagen, das ist ja Selbstläufer. Ich glaube, Hartberg ist auch eine Mannschaft, bei der wirklich alles passieren kann. Und deshalb wäre es jetzt fatal, wenn wir sagen würden, die 6 Punkte, die werden reichen, dass wir vorn bleiben. Aber unser Ziel ist es jetzt, vorn zu bleiben, ganz, ganz klar. Aber wir werden jetzt nicht uns zurücklernen. Dankeschön. Bitte, Philipp Lautisch aus Sky. Jetzt wurde eigentlich immer wieder durchrotiert. Ullmann spielt immer durch. Wie ist das zu verstehen? Einfach physisch so stark? So blöd klingt, er hat gesagt, dass er das am liebsten nur so spielen. Also es war seine Aussage. Und deshalb ist so. Also ich glaube ihm da, es gibt so Typen, die ist einfach in Wahrheit wirklich das sagen, jeden dritten, vierten Tag ein Match zu haben, dafür dann gar nichts trainieren. Ja. Also ich hätte es lieber anders, gebe ehrlich zu, aber der Max ist halt ein Spieler, der wirklich immer alles gibt und körperlich auch auf einem sehr guten Niveau ist. Aber es sind auch die anderen, muss ich dazu sagen, und ist auch gut so.